Hi, ich bin Aaron und kümmere mich um die Öffentlichkeitsarbeit bei der Firma Be Quiet und möchte heute ein neues Produkt aus dem Kühlungsbereich vorstellen, den Silamix 2 Lüfter. Be Quiet ist ein Hersteller aus Norddeutschland und bekannt für besonders leise Netzteile und Kühlungskomponenten. Laut einer aktuellen Studie ist Be Quiet Marktführer im Bereich PC-Netzteile und dies bereits seit 5 Jahren in Folge. Aber auch im Kühlungsbereich konnte Be Quiet sich in den letzten Jahren etablieren. Sicherlich liegt das auch daran, dass wir eine deutsche Firma sind mit einem besonders hohen Anspruch an die Qualität unserer Produkte. Im Jahr 2009 stellte Be Quiet mit den Silamix Lüftern seine erste Lüfterserie vor und war sofort erfolgreich. Jetzt stellen wir euch die Nachfolgegeneration vor, den Silamix 2. Wir haben lange daran gearbeitet, um das Vorgängermodell in jeglicher Hinsicht zu verbessern. Die wichtigste Neuerung bei den Silamix 2 Lüftern ist die fortschrittliche Lagertechnologie. Wir verwenden bei diesem Produkt ein besonders hochwertiges FDB-Lager. FDB steht für Fluid Dynamic Bearing. Dieses Lager ist im Lüftermarkt eher selten anzutreffen und meist mit einem hohen Aufpreis verbunden. Das FDB-Lager ist den einfacheren Varianten aber deutlich überlegen und reduziert die Reibung innerhalb des Lüfters erheblich. Genau diese Reibungskräfte sind normalerweise verantwortlich für eine hohe Lautstärke und den Verschleiß. Beim Anlaufen eines FDB-Lagers bildet sich ein hauchdünner Film aus Schmierstoff zwischen der Lagerbuchse und dem Lagerschaft und bringt somit den Rotor zum Aufschwimmen. Eine mechanische Reibung zwischen diesen beiden Teilen entsteht also nur noch kurzfristig beim Anlaufen oder Abbremsen des Lüfters. Man kann diesen Effekt sehr gut mit dem Aquaplaning beim Autofahren auf nasser Straße vergleichen. Durch die nicht mehr vorhandene Reibung treten keinerlei Lagergeräusche mehr auf. Dank der aerodynamischen Lüfterblätter werden selbst die verbleibenden Luftgeräusche weiter reduziert. Das neue Lager sorgt nicht nur für eine geringe Lautstärke, sondern sorgt auch für eine besonders hohe Lebensdauer gegenüber vergleichbaren Produkten. Die Lebenszeit eines Silamix 2 beträgt realistische 300.000 Stunden. Dies entspricht ca. 34 Jahren Dauereinsatz. Unsere Entwickler haben aber beim Lager nicht aufgehört mit ihren Innovationen. So bringt der Silamix 2 Lüfter auch in Sachen Befestigung tolle Features mit sich. Die Eckelemente des Lüfters lassen sich nun auswechseln. So kann die Halterung optimal an 3 verschiedene Szenarien angepasst werden. Zunächst wäre da die gängigste Art der Verwendung, nämlich als Gehäuselüfter in einem herkömmlichen PC-Gehäuse. Hierfür bieten sich die sogenannten Anti-Vibration Balls an. Mit ihnen ist der Lüfter binnen Sekunden fixiert. Nerviges Festschrauben entfällt. Dank des innovativen Gummirandes um das Lüftergehäuse ist der Ventilator somit auch optimal und großflächig entkoppelt. Sollte keine ebene Auflagefläche vorhanden sein, können die Lüfterbefestigungen einfach umgedreht werden. So erhält man einen zusätzlichen Millimeter Abstand zwischen Lüfter und Gehäuse. Für alle anderen Einsatzgebiete kommen die Silamix 2 noch mit Eckelementen aus Hartplastik daher. So können auch ganz normale Lüfterschrauben zur Befestigung verwendet werden. Im Lieferumfang befindet sich außerdem ein Adapter, um die Lüfter auf 7 oder 5 Volt zu drosseln. Die Silamix 2 Lüfter sind ab sofort in den Größen 80, 120 und 140 mm verfügbar. Eine 92 mm Version wird bald folgen.